Na, hallo alle miteinander. Ich hoffe, es geht euch allen gut da draußen. Jetzt ist es soweit. Ich will eine andere Art von Videos machen. Ich glaube, das Hauptproblem, was wir hier heutzutage haben, ist kein Virus. Ist auch nicht die Politik, sondern die Angst. Die Angst, dass man sich selbst nicht zutraut, irgendwas verändern zu können. Wie geht der Spruch? Was kann einer allein schon tun? Fragten sich in Deutschland 83 Millionen Menschen. Und ja, vielleicht vorneweg, mir geht es in dem Video gar nicht darum, auch in den folgenden mich hinzustellen, was ich für ein toller Hecht bin. Hab selbst genügend Entscheidungen getroffen. Manche in der jüngsten Vergangenheit, wo es wahrscheinlich schlauer gewesen wäre, es anders zu machen. Aber so ein paar Sachen finde ich, für mich habe ich es schon ziemlich weit geschafft, irgendwie aus diesem System rauszukommen und eigentlich ein recht freies Leben zu führen. Allerdings hat auch mich, gerade in den letzten Monaten, habe ich mich immer wieder ablenken lassen von dem, was da draußen passiert. Aber jetzt ist es endlich soweit, dass ich mich einfach voll und ganz hauptsächlich auf mein Schaffen konzentriere, was ich tun kann. Und vielleicht kann ich damit ja den einen oder anderen inspirieren, was Ähnliches zu tun. Zum einen habe ich schon vor langer Zeit beschlossen, dass ich nicht mehr jeden Job irgendwie mache, Hauptsache um Geld zu verdienen. Und habe nach vielem Hin und Her probieren und austesten, was sagt mir denn zu, wo kann ich dahinter stehen. Zu, wer es noch nicht weiß oder wer es noch nicht kennt, dazu gefunden, dass ich aus diesen Behältern, die ansonsten im Schrott landen, ausgebaute Ausdehnungsgefäße, Instrumente baue, die einfach, ja, ich kann es nicht anders sagen, als unmittelbaren Frieden zu erzeugen. Und das ist vielleicht das, was man in der heutigen Zeit braucht. Einfach mal Momente, wo man mal klar im Kopf wird, wo man mal in sich gehen kann. Ich zeige euch hier mal so eine Tanki, so heißen die, Tanki-Faktur, im Bau, ne? Abgeschnitten. Das wird jetzt gleich, weiß ich, das zusammen. Da ist der andere, dann kommt das so aufeinander. Man hat noch auf jeder Seite 8 Töne. Hört sich jetzt noch nicht so, ne? Wenn die zusammengeschweißt sind. Also ist richtig. Und somit kann ich ein bescheidenes Einkommen erlangen. Und das ist der zweite Punkt, ein einfaches Leben. Ja, ich tue mich ein bisschen schwer mit den Videos, aber ich kann ja eigentlich dann nur von mir erfahren, erzählen, von meinem Leben. Ich habe ganz normal Elektroinstallateur gelernt, Realschule, Elektroinstallateur, auch gearbeitet am Bau. Also ich weiß, wie es ist, Dreck zu fressen auf der Baustelle bei minus 20 Grad, Schlitze kloppen und jahrelang gemacht. Ich weiß auch, wie es ist, im Büro zu arbeiten, im Callcenter, habe ich auch jahrelang gemacht. Und noch so einiges andere. Bis ich dann irgendwann mal drauf kam, ja, für was eigentlich? Da kommen wir gleich zu dem nächsten Punkt. Auch damals, wie die meisten, eine große Wohnung, wie das so ist, ne? Autos, Fernseher, die neuesten Handys. Was ja anscheinend so normal ist. Und irgendwann, genauer gesagt, als für mich in meinem Leben, das passiert ist, was mich am meisten getroffen hat und ich absolut am Nullpunkt war, keiner meiner Empfindungen mehr getraut habe. Ich denke, es geht doch auch einfacher. Mal ganz blöd gesagt, umso mehr Materielles ich habe, umso mehr Geld ich monatlich ausgeben muss, umso mehr Arbeitslebenszeit muss ich investieren, um das Geld überhaupt zu erlangen. Und was ist mir im Endeffekt wichtiger, meine Lebenszeit oder Geld? Die Antwort für mich ist klar, meine Lebenszeit, da ich mein Leben
jeden Tag frei gestalten kann, ganz so, wie ich das gerne möchte. Also habe ich vor Jahren dann entschlossen, mir einen Bus umzubauen, habe da knapp 10 Jahre umgebauten Sparkassenbus gelebt. Und weil eins ist schon mal klar, wenn ich Miete bezahle, das Geld ist einfach mal weg. Das ist Gott. Ne? So, und was ja auch so normal ist bei vielen, ja, Haus bauen, Haus kaufen, ja, da verschulde ich mich 150, 200, 300.000 Euro und habe damit quasi den Rest meines Lebens, die nächsten 20, 30 Jahre, je nachdem, was ich verdiene, quasi erstmal der Bank verpfändet. Und wenn irgendwann das Ganze nicht mehr klappt, ist mein Häuschen auch weg. Nichtsdestotrotz ist halt Eigentum schon was anderes, als wenn du Miete bezahlst. Und das hier wird jetzt mein nächstes Zuhause. 8 Meter lang, 2,50 Meter breit. Ja, könnt ihr gerade noch der ganze Krams rumhalten, ne? Und dafür braucht man keine Hunderttausende Euro. Es ist ein Ziel, was jeder erreichen kann. Tiny House, Bauwagen, umbauen. Gibt so viele Möglichkeiten mittlerweile, einfach mit kleinem Wohnraum, mit kleinem Geld an ein Eigentum zu kommen, was einem so schnell dann keiner mehr abholen kann. Und das auch mit dem Faktor, dass ich das so gut wie es geht, das heißt so gut, eigentlich kriege ich es eigentlich mal hin, ich mache keine Schulden. Ich bin seit Jahren schuldenfrei. Ich habe zum Glück an dieser Stelle, bin ganz offen und ehrlich, hin und wieder mal ein bisschen Unterstützung von meiner Familie gekriegt. Das sind jetzt aber alles, wir sind auch nicht reich. Ja, also es ist nicht so, dass ich da einen Background hätte, ja, von Beruf Sohn. Nee. Wenn ich ein normales Leben führen würde, hätte das alles überhaupt gar nichts genutzt. So. Aber so, tja, geht es. Und mit dem, was ich mir erarbeite, schaffe ich mir jetzt wieder mein kleines eigenes Reich. Diesmal weiß ich dann auch ein bisschen genauer, was ich will und was ich nicht will. Mal wieder ein Stückchen schlauer, nachdem ich da vieles weggebrochen ist. Und ja, ein Gedanke auch noch, wie macht man das vom Geld her, was viele gar nicht so am Schirm haben. Kleinunternehmerregelung, kannst du im Jahr bis mittlerweile 22.000 Euro steuerfrei verdienen. Also steuerfrei muss eine Einkommenssteuer, das war bei mir letztes Jahr, glaube ich, 180 Euro. Also das ist Pipifax, ansonsten habe ich das Geld dann brutto wie netto. So. Inwiefern ihr da irgendwo was findet, ich bin mir absolut sicher, dass jeder irgendeine Fähigkeit, irgendetwas in sich hat, wo er sagt, das will ich eigentlich machen. Und ich kann nur sagen, man muss einfach damit anfangen und es durchziehen und dranbleiben. Und wenn es wirklich euer Herzensprojekt ist, was auch anderen Menschen, was irgendwas Gutes in der Welt bewirkt, dann geht das auf. Ihr müsst nur an euch glauben und euch nicht ablenken lassen und raus aus der Angst kommen. Wann soll der Zeitpunkt noch sein? Was soll noch passieren, bevor einfach endlich mehr Menschen sagen, ich mache bei dem ganzen Rotz einfach nicht mehr mit. Ich entscheide mich für einen anderen Lebensstil. Und ich kann nur jedem empfehlen, macht das. Tut das. Ja, gerade hier mit Kleinunternehmerregelung könnt ihr auch in dem Job, wo ihr jetzt arbeitet, arbeiten. Nur kriegt ihr anstatt 10 Stunden, könnt ihr 25 Euro Stunde oder 20 Euro die Stunde kriegen. Der Arbeitgeber freut sich. Natürlich habt ihr dann keinen Kündigungsschutz in dem Sinne und diese ganzen Sachen. Aber kann einfach mal drüber nachdenken. Ansonsten, ja, das ist jetzt mal ein kleiner Anfang, ein kleiner Einblick. Lasst mich doch einfach wissen, was euch da vielleicht noch interessiert. Und ich werde euch weiter auf dem Laufenden halten, was ich so treibe. Alles Liebe, bye.